Wir sind hier in der Anlieferzone von einem Baumarkt in Neuenwege und wir wurden gegen 23:30 alarmiert zu einem Fahrzeugbrand. Bei unserem Eintreffen fanden wir einen Lkw-Auflieger vor, der im Vollbrand stand. Der Lkw-Fahrer hatte seine Zugmaschine aber Gott sei Dank schon abgekoppelt, sodass für die Zugmaschine keine Gefahr mehr bestand. Auf dem Auflieger befanden sich glücklicherweise nur Baumaterialien, keinerlei gefährliche Güter, sodass es für uns relativ problemlos darstellte, das Fahrzeug abzulöschen. Wir haben mit zwei Rohren von beiden Seiten das Fahrzeug abgelöscht. Insgesamt waren wir mit 12 Leuten vor Ort. Und durch den massiven Wassereinsatz mit anschließendem Schaumabdeckung haben wir einen sehr guten Löscherfolg erzielt. Es ist schon eine besondere Leistung, wenn einem hinter einem der Auflieger brennt, dann noch die Sattelzugmaschinen abzukoppeln. Aber hat er gut gemacht.